Der Tyrrell 019 aus der Saison 1990 prägte eine Designphilosophie. Es war das erste Formel-1-Auto mit einer hohen Nase. Entwickelt wurde das Fahrzeug von Harvey Postlethwaite und Jean-Claude Michaud. Michaud hatte die Idee dazu bereits 1985 gehabt. Damals arbeitete er noch für das Renault-Werksteam und erkannte im Windkanal entscheidende Vorteile einer solchen Bauweise. Das Auto generierte so viel mehr Abtrieb, dass Michaud glaubte, der Windkanal sei defekt und spucke falsche Werte aus. Der Tyrrell 019 wurde sofort zum Trendsetter in der Formel 1. Für 1991 setzten auch Benetton, Jordan und Footwork auf hohe Nasen bei ihren Fahrzeugen. Ende 1996 hatten alle Teams das neue Design übernommen.